mein Platz. Na, da bist du. Eistee, Mocktails, heiße Schokolade, also alles, was man will irgendwie, ne? Ganz da hinten das Kuchenbuffet, hier vorne gibt es ein Buffet, da gibt es Salatbar, Sushibar. So, wenn auch mit einer Grenze dazwischen. Prost, schön in die Augen gucken. Guten Morgen vom Frankfurter Flughafen aus. Leute, heute ist ein richtig besonderer Tag, denn wir fliegen zum ersten Mal Business Class. Und das Highlight daran ist nicht einfach, dass wir Business Class an sich fliegen, sondern wir bezahlen nur pro Person 265 Euro. Ja. Richtig wenig Geld. Und von Frankfurt nach Bangkok. Bangkok, genau. Aufenthalt in Doha. Genau, wir sind 21 Stunden unterwegs, haben 8 Stunden Aufenthalt in Doha. Fliegen beide Strecken jetzt, also beide Teilstrecken wirklich Business Class. Und wie wir das gemacht haben, erzählen wir euch später noch. Aber jetzt geht es erstmal rein in die Business Class und wir gucken mal, wie es sein wird. Hier am Flughafen sind wir jetzt in der Prime Class Lounge. Da zeige ich euch kurz hinten nochmal, wie es aussieht mit dem Essen, was es hier so alles gibt. Und ja, wir mussten heute Morgen nur vom Terminal 1 zum Terminal 2 fahren. Und seitdem sitzen wir in der Lounge, essen, trinken und arbeiten ein bisschen. Turbulenter Start, würde ich sagen, oder? Wir haben hier gerade am falschen Security-Punkt gestanden. Zwischen. Haben wir nicht die Kontrolle und dann mussten wir nachher nochmal durch die Kontrolle. Genau, und wir sind eigentlich schon spät dran. Übel. Kann nur besser werden. Da wären wir drin. Na, da bist du. So, wir sind drin. Und so sieht's aus. Mega viel Platz hier drin. Und das ist echt schon verrückt, wenn man sieht, wie lang man einfach die Beine machen kann. Ich zeige euch das mal. Schaut euch das mal an. Einfach mal richtig die Beine ausstrecken. Mega genial. Dann gibt es hier einen riesig großen Fernseher. Decken, Kissen, ich habe noch ein Kissen im Rücken. Hier vorne gibt es noch ein Ablagefach drunter. Da ist auch Wasser drin. Dann die moderne Fernbedienung und da sitzt die Frau. Und was ist drin? Bodylotion, Creme, ich gucke auch mal bei mir rein. Ich bin hier schon bei den ganzen Getränken, das ist der Wahnsinn. Eiskaffee, Eistee, Mocktails, heiße Schokolade, also alles, was man will irgendwie, ne? Ja. Das ist unglaublich. Und so ein riesen Bildschirm hier ist auch verrückt. Ist schon interessant auf jeden Fall, weil es gibt auch echt richtig viel. Wer kommt da denn hoch? Richtig viele und richtig neue Filme und generell, man muss sich hier erstmal zurechtfinden in dieser Q-Suite, so heißt das hier, weil was es alles für Knöpfe gibt und hier kann man zum Beispiel direkt Ladekabel einstecken oder auch USB und ähnliches, seine Geräte laden, auch einen Laptop und all die Dinge. Und was auch interessant ist zum Beispiel hier, dass der Gurt, der einen befestigt, der Hüftgurt oder Bauchgurt, dass der ja sogar gepolstert ist. Also es sind echt viele kleine Sachen oder hier so eine Leselampe und so ein Aufhänger für eine Jacke. Also hier kann man echt erstmal auf Entdeckungstour gehen. Voll, ne? Schon verrückt. Die Fernbedienung, die hier vorne drin hängt, die kann man auch rausziehen, so wie man das kennt. Aber das Ding an sich ist auch schon wieder irgendwie gefühlt eine kleine Spielekonsole, womit man hier den Fernseher steuern kann. Und der Fernseher, der ist mit Touch. Und genauso ist es hier die Bedienung. Ich spiegel mich zwar derbe, aber ich nehme euch noch ein bisschen mit hier durchs Programm, was es hier so alles zu sehen gibt. Creed 3, auch nicht schlecht.
Ja, Avatar, den würde ich mir auch nochmal angucken. Den haben wir damals ja in Chiang Mai im Kino gesehen. Die ganze Harry Potter-Reihe. Bourne-Filme. Das ist schon echt interessant, was es alles gibt. Gute Filme auch dabei. Alternativ, einfach gleich aus dem Fenster gucken. Seit 3 Stunden. Ich habe einen kleinen Hunger bekommen, deswegen habe ich mir frische Beeren oder Früchte bestellt. Dann dazu einmal eine Pineapple Margarita und ein So Jenny, das ist so eine Art Sekt, alkoholfrei. Jetzt gucke ich mir noch einen neuen Film an und das ist echt mega interessant. Normalerweise hat man ja dann auf längeren Flügen 2-3 Essen maximal. Wir hier, glaube ich, auf dem Flug jetzt einmal zum Start und zur Landung. Und es gibt aber hier diese Menükarte. Und aus der Karte können wir die ganze Zeit bestellen. Also wenn wir lustig sind, wirklich den ganzen Flug lang. Für uns jetzt vegetarisch-vegan gibt es nicht wirklich viel. Hier die Metzeblätter mit Hummus, Baba Ganoush und Tabouleh, die ist vegan. Ansonsten gibt es hier noch ein paar Snacks. Und ich habe gerade die frischen Beeren hier genommen, aber ohne diesen Zuckersirup. Das ging auch. Und dann gibt es hier noch ganz viele Getränke. Da kann man sich teils, hat die Frau gesagt, auch so noch was mischen lassen, wenn man einen extra Wunsch hat. Und wenn man dann noch nicht genug hat, gibt es noch eine komplette Weinkarte. Da kann man auch noch auswählen. Da haben wir gesagt, nee, möchten wir nicht, trinken keinen Wein. Hat sie uns trotzdem mal gegeben. Und in der normalen Karte, ganz hinten, na, irgendwo waren noch alkoholische Getränke. Nee, hinten war es, glaube ich. Hier gibt es dann noch mal Biere, Cognac und härteren Alkohol, Cocktails und Co. Jetzt ist die Vorspeise gekommen. Das ist ein kleiner Quinoa-Salat. Dazu gibt es ein Brötchen und noch ein Wasser statt Alkohol für mich oder Wein oder ähnliches. Jetzt haben wir gerade das Hauptgericht bekommen. Das sind Tofu-Dumplings. Die sehen auch richtig gut aus und riechen vor allem extrem lecker. Jetzt schon super voll, aber zum Abschluss gibt es noch eine kleine Fruchtplatte. Und ich hatte mir gerade so einen Spicy Tomato Juice bestellt mit Tabasco und Co. Ist auch sehr lecker. Richtig guter Flug auf jeden Fall, wo wir uns vergehrt haben. Es gab nicht zwei bei Essen fest, sondern nur einmal am Anfang. Aber man konnte ja die ganze Zeit nachbestellen, wenn man Hunger und Durst hatte. An sich der Flug, ich glaube, wir sind echt noch nie so geflogen. Das ist richtig heftig. Jetzt gleich landen wir, es dauert noch ein paar Minuten, das sind wir in Doha. Und danach gibt es den zweiten Flug Richtung Bangkok. Und muss sagen, es war echt richtig cool, mal rückwärts zu fliegen. Also ich habe das Gefühl, ich konnte irgendwie viel mehr sehen als sonst, natürlich auch durch die 2 Fenster. Das war richtig cool. Angekommen in Doha, ja, und man muss echt sagen, entspannt. Erholt möchte ich es nicht nennen, also ich bin fertiger als vorher. Ich bin ein bisschen müde, nicht frischer, aber definitiv sehr entspannt im Gegensatz zu sonst. Geschlafen hast. Ja, genau. Na? Das stimmt wohl. Und jetzt geht's in die Al-Mujan Lounge hier im Doha Airport, die soll riesig sein und da hängen wir jetzt dann die nächsten 8 Stunden rum, bis der nächste Flug geht. Wir sind drinnen in der Lounge, den Namen schreiben wir euch nochmal drauf, hier oben irgendwo, weil ich habe das schon wieder vergessen. Wir haben uns gerade was zu essen bestellt, das sind hier so vegane Spinat-Tortellini, die sehen auf jeden Fall richtig lecker aus, riechen auch sehr gut und die Lounge hier ist richtig heftig groß. Also ganz da hinten das Kuchenbuffet, hier vorne gibt es ein Buffet.
Da gibt es Salatbar, Sushi-Bar und Getränke werden gemacht. Und ganz da hinten gibt es auch nochmal ein Buffet. Ich filme gleich, glaube ich, auch mal drüber. Und hier vorne kann man noch eine Karte scannen oder einen QR-Code. Dann poppt eine Karte auf, wo man sich noch Essen bestellen kann, wie das vor uns. Guten Appetit. Guten Appetit. Die ersten Stunden in der Lounge sind vorbei. Und man muss sagen, auch das wird eine Superlative, echt, oder? Ja, voll. Riesig groß, wirklich. Also, schon irre. Ich zeige euch jetzt erstmal kurz das Buffet, bevor ich es nachher noch vergesse, weil wir werden langsam müde, oder? Ja, muss man schon sagen. Die haben richtig leckere Säfte hier. Ja, frische Säfte, echt richtig gut. Also, wir testen uns schon mehrfach jetzt durchs Buffet durch und durch die Getränke. Da geht einiges rein. Ich schätze, auf dem Flug und auf der Reise, da gibt es erstmal ein paar Kilo obendrauf, gefühlt. Gibt es eine riesig große Auswahl an Gemüse und auch Fleisch und Fisch, ganz viele Sachen. Hinten sitzen wir und hier vorne gibt es zum Beispiel Brot und Brötchen, ist auch eine richtig große Auswahl. Dann geht es hier einmal zu einer riesigen Theke, wo wir Getränke bestellen können. Hier liegt jetzt Butter und ähnliches. Dann gibt es hier vorne ein Salatbuffet, das kann man sich zusammenstellen lassen. Dann wird hier vorne sogar Sushi gemacht. Hallo. Riesige Auswahl, gibt sogar vegetarisches Sushi auch. Und hier vorne dann, von beiden Seiten sogar bestückt das Buffet. Da gibt es dann auch verschiedene Sachen wie zum Beispiel Hummus oder halt mediterrane Salate, ganz viele verschiedene, so kleine Mini-Falafel-Sandwiches und Fattoush-Salat und Baba Ganoush und die ganzen Sachen, die es hier so gibt. Oder hier auch Taboulé-Salat. Und man muss sagen, vor allem der Taboulé-Salat auch richtig frisch. Sehr, sehr lecker und es ist eine riesige Lounge, auch wenn man jetzt, da will ich jetzt nicht hin filmen, da sitzen so viele Leute. Aber auf jeden Fall, wenn man nach unten geht, da sind noch ganz viele Leute. Und hier vorne, da gibt es dann nochmal eine kleine Ecke. Hier gibt es dann auch nochmal einen Kaffeeautomaten und Tee zum Beispiel, so Infused Water und ganz viele verschiedene Kuchen und Gebäck. Das sieht auch richtig gut aus, aber ich glaube, da ist jetzt nichts vegan in dem Fall. Aber das Angebot ist halt riesig und wenn man jetzt ein Stockwerk runter geht, die Lounge ist dreistöckig, da gibt es nochmal ein kleines Buffet. Ja, normalerweise machen wir das ja im Moment immer so, dass wir über die Amex Platinum-Karte, da haben wir den Priority Pass, darüber gehen wir eigentlich immer in die Lounges, aber da wäre diese Lounge hier nicht mit drin, sondern die ist jetzt nur über das Business Class Ticket mit drin und die ist scheinbar auch sehr beliebt, weil jetzt eben ist die fast aus allen Nähten geplatzt. Jetzt sitzen wir, wie gesagt, schon ein paar Stunden hier. Jetzt wird es ein bisschen ruhiger am Abend, aber generell der Doha Airport, der schläft ja nie. Ich glaube, wir sind auch schon mal mitten in der Nacht hier angekommen. Da ist total das Gewusel immer, aber die Lounge an sich auf jeden Fall wird gerade ein bisschen ruhiger. Für uns geht's weiter auf zum nächsten Flug und wir sind immer noch in der Lounge drin. Hier ist noch dieser andere Bereich, wo man was snacken kann und das hier alles auch mit diesem kleinen Pond hier drin. Diesem Tümpel, der tropft sogar runter. Interessant gemacht, das gehört alles noch zur Lounge, geradeaus der Bereich und dann geht's noch weiter. Hier gibt's Duschen, Ruhebereiche, Schlafbereiche, alles mögliche. Das ist schon wirklich riesig groß und so eine große Lounge haben wir auch noch nie gesehen. Ja, aber weiter geht's, wa? Immer wieder krass, wenn man abends hier rumläuft oder wir haben jetzt 0.38 Uhr und guckt euch mal an, was hier los ist. Es ist richtig voll. So, wir sind drin in der nächsten Business Class und das ist jetzt echt ganz anders, so vom Design, von der Größe muss man sagen und das ist auch gar nicht so von der Privatsphäre, also bei der Q-Suite, da konnte man hier vorne die Tür zumachen, das geht hier auch nicht. Aber dafür sitzen wir nebeneinander und haben hier so eine Luke. Aber bei dem anderen Flug wäre es cooler gewesen, da war hier die ganze Wand weg und wir hätten richtig nebeneinander gelegen. Jesse kriegt das Amenity-Kit nicht auf. Oh, ich habe ein schwarzes. Ich zeige euch mal, was drin ist. Einmal hier Socken. Dann so ein Parfum und hier so Cremes wahrscheinlich wieder, aber die Box ist ganz nett. Ja. Ja, ist auf jeden Fall enger als die andere Klasse, aber vom Design mit dem Schwarz her finde ich auch ganz schön. So, wenn auch mit einer Grenze dazwischen. Prost, schön in die Augen gucken. Und wie schmeckt er dir?
Gruß an den Wolfgang und danke für den veganen Tipp. Was auf dem Flug jetzt aber interessant ist, was wir vorhin nicht hatten, wir haben hier so einen Beutel bekommen und hier sind einmal Schlappen drin, also so Latschen, sag ich mal, solche hier, und zusätzlich ein kompletter Pyjama auch. Das ist nicht schlecht. Ich habe übrigens noch meinen Platz getauscht. Ich saß ja eben da hinten. Wir hatten ja extra so zwei Sitze nebeneinander gebucht, aber da ist ja so eine krasse Trennung dazwischen. Und jetzt habe ich mich einfach, also ich habe gefragt, jetzt habe ich mich hier vorne ans Fenster gesetzt. Und jetzt finden wir zwei einfach schöner nochmal hier, dass wir nochmal ein bisschen näher aneinander sind. Und ja, das war auf jeden Fall auch cool, weil ich hier nämlich sage und schreibe drei Fenster habe. Total crazy. Nach dem Start kommt jetzt das erste Essen. Wir hatten einen Light Breakfast und einen schwereres oder größeres Breakfast. Da konnten wir wählen, welche Uhrzeiten wir das wollten, ob nach dem Start, vor der Landung, ob zwischendurch oder. Ich habe jetzt einmal hier das Light Breakfast genommen, das ist so Spinat und ein Salat für nach dem Start. Guck ein bisschen Fernsehen noch oder Film dabei, danach mache ich bestimmt die Augen zu. Und das andere Essen habe ich dann gewählt für eine Stunde vor der Landung. Was aber mal ganz lustig ist, dass man hier so ein kleines flackerndes Lämpchen mit auf den Tisch bekommen, das ist irgendwie süß. Und ich habe mir noch hier so eine Pineapple Margarita bestellt, so ein Mocktail, also ohne Alkohol. Sehr, sehr lecker auf jeden Fall. Und ja, jetzt wird gegessen und dann Augen zu. You can do whatever you like, you don't have to be ready. You just gotta trust the right, don't have to be scary. You just gotta follow the light, you're able to be happy. Zwei Stunden Schlaf, plötzlich ist das Frühstück da. Boah, gut geschlafen, aber gerade echt geredet. Das Essen sieht aber wieder sehr gut aus. Wie sieht das Frühstück aus? Einmal gibt es hier etwas, das ist wie Dal, ein indisches Gericht. Ganz viele Kleinigkeiten noch dabei. Brot und Marmelade und Senf. Der Adler ist gelandet. Willkommen zu Hause. Savadee Krab aus Bangkok, ja. Ja, dafür mussten wir eine Viertelstunde aufs Zimmer warten. Hätte ich lieber ohne genommen, wäre schnell im Zimmer gewesen. Ja, wir sind zurück, Leute. Es fühlt sich irgendwie surreal an, nach 3 Monaten Europa jetzt wieder hier zu sein. Ja, total komisch, ne? Ja, also, definitiv. Crazy, ja. Wir kommen jetzt erstmal an und dann erzählen wir euch später oder morgen jetzt noch ganz genau, wie wir das mit der Business Class gemacht haben. Aber erstmal zurück ins thailändische Leben. So, jetzt wollen wir euch erzählen, wie wir das geschafft haben, für nur 265 Euro pro Person Business Class zu fliegen. Vorher aber noch zwei Fragen, denn ihr hattet uns bei Instagram gefragt, wie denn das mit der Toilette ist, ob die größer ist in der Business Class oder genauso groß wie in der Economy Class. Ja. Und sie ist tatsächlich größer gewesen auf beiden Flügen. Ja, auf dem ersten Flug mit der Q-Suite war sie ein ganzes Stück größer, noch viel moderner, muss man sagen. Auf dem zweiten Flug, da haben wir jetzt aber durch einen Freund erfahren, der zweite Flug, das war eine geleaste Maschine wohl von der Virgin Australia. Das war eigentlich gar kein Katar-Flugzeug, weil Katar hat wohl zwei neue Flugzeuge bestellt, die sind noch nicht da. Deswegen haben sie die Maschinen geleast von der Fremd-Airline. Also war es eigentlich gar kein Katar-Flugzeug. Und da auf jeden Fall war die Toilette nur ein bisschen größer, auch nicht wirklich modern und so. Und es war eigentlich so genommen gar keine Katar-Business-Class. Aber ja, in sowas sind wir jetzt keine Fachleute, aber unser Freund wusste das und deswegen jetzt so die Info noch am Rande dazu. Genau, aber es war auf jeden Fall deutlich angenehmer, dort auf die Toilette zu gehen, weil es halt wirklich nicht so eng ist wie in der Economy-Class. Also man hatte schon ein bisschen mehr Platz. Genau, es gab auch so Sachen sowieso Parfums oder Cremes. Es gab zum Beispiel auch Zahnbürsten den ganzen Flug über, dass man sich mal die Zähne putzen konnte und. Das war schon ganz gut. Ja, aber ich glaube, so richtig krass sind die Toiletten und die Duschen in der First Class. Ich denke auch, Ich glaube, das ist dann so ein himmelweiter Unterschied. Vor allem richtige Betten und richtige Duschen. Ist schon krass. Das ist schon heftig.
Und dann kam noch die Frage, wie denn das allgemeine Essen jetzt war auf den Flügen. Und ich muss sagen, ich hätte es mir noch besser vorgestellt. Es soll jetzt kein Meckern sein, es war gut. Aber ich sag mal so, wir haben in der Economy Class schon mal vom Geschmack her besser gegessen. Ja. Finde ich persönlich. Ich finde aber auch bei Katar selber sind wir ja schon öfters mitgeflogen. Zum Beispiel damals von Bali aus und so. Da fand ich auch in der Economy Class vom Geschmack her das Essen besser. Es war jetzt super schön angerichtet, man bekommt mehrere Gänge und sowas, man kann den ganzen Flug lang Essen bestellen, das ist schon verrückt, also das ist echt irre eigentlich. Ja. Aber ja, geschmacklich war es irgendwie nicht so das Highlight. Es war lecker, es war okay, nicht so, wo man meckern muss oder so, aber ja, es gab schon Besseres. Nochmal so als Feedback für euch. Genau. Und wie haben wir das Ganze jetzt gemacht? Ja, wir haben es eigentlich gemacht darüber, dass wir über die American Express Platinum Card Punkte gesammelt haben und zwar durch einfach Ausgaben im Alltag. Wir haben zum Beispiel in Deutschland ja auch ein großes Kamerasystem wieder neu gekauft mit Objektiven. Das waren fast 6.000 Euro. Da allein haben wir 9.000 Punkte für gesammelt. Dann die ganz alltäglichen Ausgaben. Dann all die Airbnbs und Unterkünfte der Norwegenreise haben wir darüber gebucht. Andere Reisen, die Rückflüge nach Thailand jetzt und. Also wir haben alles darüber bezahlt eigentlich immer. Und dadurch sehr viele Punkte gesammelt. Plus zum Start, wenn man geworben wird. Die Hinflüge nach Deutschland, nach Thailand. Ja, genau. Thailand haben wir ja jetzt mit Punkten bezahlt. Auf jeden Fall Unterkünfte, Mietwagen und Co. Alles ist über die Amex gebucht worden in Euro. Und dann war es jetzt so, dass wir halt nur noch Punkte einsetzen mussten für die Katar-Flüge, für die Business-Class-Flüge. Und den Rest, den wir dazu zahlen mussten, das sind quasi nicht die Flüge an sich, sondern das sind so Steuern und Flughafengebühren, die man selber dann übernehmen muss. Und das waren noch diese 265 Euro, die übrig geblieben sind. Und die Punkte an sich haben wir außerhalb der normalen täglichen Ausgaben dadurch gesammelt, dass wir, wenn man die Karte abschließt und geworben wird, dann bekommt man ein Guthaben, wenn man einen bestimmten Mindestumsatz umsetzt, den wir alleine schon hatten. Wir hatten 6.000 Euro Mindestumsatz und jetzt sind es 10.000 Euro Mindestumsatz, damit du die gewisse Punktzahl bekommst. Genau, das waren 55.000 Punkte, die haben wir bekommen, dadurch, dass wir in den ersten 6 Monaten 6.000 Euro umgesetzt haben, was wir halt allein schon mit dem Kamera- und Objektivkauf hatten. Und dadurch haben wir die Punkte bekommen. Dann haben wir noch Freunde geworben, zwei. Und zack, mit den normalen Ausgaben hatten wir jetzt schon einen Flug in der Tasche quasi. Ja. Also es geht relativ schnell, wenn ihr zum Beispiel die Karte abschließt, auch diesen Mindestumsatz schafft, dann kriegt ihr halt die 55.000 Punkte im Moment. Wenn ihr dann noch ein, zwei Freunde werbt und gute Ausgaben habt. Genau, durch das Werben bekommt man halt natürlich dann auch, also derjenige, der die Karte beantragt, bekommt die Punkte und man selber bekommt dann auch nochmal die Punkte. Genau, so ist das. Ja, und so haben wir die relativ schnell zusammenbekommen und es ist halt schon echt verrückt, wie schnell es wirklich ginge bei uns und wie günstig dann dieser Business-Class-Flug ist, weil die kosten ja nochmal mehrere tausende Euro pro Person, je nach Strecke, das variiert natürlich auch immer. Und jetzt 265 Euro Zuzahlung nur, das ist schon irre gewesen. Ah, eine Sache fällt mir noch ein, das habe ich jetzt eben vergessen. Beim Thema Essen, das Essen in der Lounge war richtig gut, das wollte ich noch nachreichen. Genau. Das war richtig gut. Und zum Beispiel die Lounge war jetzt auch im Business-Class-Flug drin. Wäre aber auch eine Lounge drin gewesen über die Amex Platinum, da gibt es so einen Lounge-Pass drin, Priority-Pass, da kann man an vielen, vielen Flughäfen in der Welt auch halt die Lounges nutzen, das ist integriert und so hat die Karte auch eine Menge Vorteile. Wir verlinken euch unten auch mal so ein PDF, das haben wir für euch erstellt. Da sind alle Infos drin zu der Karte, Vorteile, aber auch die Nachteile, weil die Karte kostet nämlich. Und so vielleicht dazu. So haben wir das gemacht mit der Amex Platinum Card. Die Karte hat auch noch andere Vorteile, wie zum Beispiel Essensguthaben, Reiseguthaben. Das hatten wir zum Beispiel in Norwegen eingesetzt. Dann gibt es noch Shoppingguthaben und Entertainmentguthaben. Vieles weitere auch, genau. Es sind Reiseversicherungen mit drin. Ihr kriegt Upgrades bei bestimmten Hotels zum Beispiel. Ihr kriegt da so Premium-Memberships, sage ich mir. Bei Hilton kriegt ihr direkt den Goldstatus bei Sixt, bei der Autovermietung kriegt den Platinum-Status und. Also sind eine Menge Vorteile, muss man drin sagen. Reiseguthaben, Gepäckverlust und so ist alles mit versichert und. Also es ist richtig heftig, was es da wirklich für ein Paket rum gibt. Ja. Und wie gesagt, ist alles verlinkt unten. Da kriegt er dann die Infos. Und eine Sache möchten wir noch anhängen, was uns leider irgendwo aufgefallen ist. Für uns zum Beispiel war das eine sehr besondere Erfahrung, in der Business Class zu fliegen. Jesse hatte sich vorher auch schon mega drauf gefreut. Ich habe gedacht, ach ja, mal gucken, ist bestimmt toll. Aber ich muss sagen, ich fand es auch richtig gut. Der Flug war super entspannt. Das ist ein ganz anderes Reisen. Ja, das ist echt so. Aber was uns halt auch negativ aufgefallen ist, einige Leute, die in der Business Class gereist sind, haben zum Beispiel das Personal im Flugzeug ein bisschen von oben herab behandelt, möchte ich mal sagen, wenn irgendwie eine Kleinigkeit beim Essen nicht irgendwie passte und so. Die waren sehr unfreundlich direkt zum Personal und ähnliches haben wir auch gesehen in der Business Class oder in der Lounge halt.
am Flughafen in Doha, dass viele Leute mit dem Stuff da ein bisschen komisch umgegangen sind. Klar, es ist nie schön, wenn man irgendwie Essen bestellt oder so und dann passt was nicht oder Kleinigkeiten, aber manche Leute, die waren direkt so von oben herab und sowas sollte man sich immer in Erinnerung behalten, ob man jetzt Business Class fliegt, Economy, ob man reich ist, arm, viel Geld hat oder wenig. Der Unterschied macht nie, wie viel Geld wir am Konto haben, wie wir fliegen oder ähnliches, sondern wie wir einfach sind und wie wir auch andere Menschen behandeln. Ja. Und das war traurig zu sehen, dass es scheinbar manchmal so ist, dass Leute mit Geld einfach sich wirklich verändern im Umgang mit anderen Menschen, vor allem dann, wenn es mal Probleme gibt. Und das fanden wir ziemlich traurig und ja, da wollen wir einfach nochmal so hinterherreichen, Leute, egal wie ihr seid, wer ihr seid, wie reich, wie arm, in welcher gesellschaftlichen Schicht ihr euch befindet, einfach Menschen normal behandeln. Weil wir sind alle nur Menschen, wir sind alle gleich und da sollte man nie einen Unterschied machen oder sich besser fühlen, nur weil man irgendwie mehr Geld auf dem Konto hat oder Business Class fliegt oder in der Lounge sitzt oder sonst was. Weil die Leute sind auch normale Leute, die sind da angestellt, die verrichten auch ihre Arbeit, ihre besten Gewissens nach. Vielleicht haben sie auch einfach mal einen schlechten Tag, vielleicht haben sie einen Todesfall in der Familie. Man weiß nie, warum, was, wieso und deswegen immer nett bleiben zueinander. Ja, das noch so nachgereicht, einmal so als kleiner Denkanstoß generell, was uns einfach wirklich 2-3 Mal jetzt auf der Reise aufgefallen ist. Ansonsten nochmal, hat euch das Video wirklich gut gefallen und dass es auch für euch mal ein interessanter Einblick in die Business Class war. Vielleicht kann ja der ein oder andere von euch oder die ein oder andere demnächst auch mal Business Class fliegen mit dem Tipp mit der Amex Platinum. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, weil das war schon sehr, sehr interessant. Wir haben die Erfahrung sehr geschätzt. Und hinterlasst gerne mal einen Daumen hoch und vor allem einen Kommentar. Seid ihr schon mal Business Class geflogen oder würdet ihr gerne mal und wie waren da eure Erfahrungen? Ja, genau. In diesem Sinne, wir sehen uns aus dem nächsten oder im nächsten Video wieder zurück in Bangkok. Wir sind gespannt, wie wir es jetzt wieder erleben nach den 3 Monaten in Europa und wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Bis dann, ciao. Ciao.